Guten Morgen, jetzt sehen wir die Histologie, die histologische Struktur der Leber und des Pankreas. Also zuerst sehen wir eine Zusammenfassung von den Funktionen der Leber. Also Leber ist wie ein Betrieb, also macht sehr viele Dinge. Gallenproduktion, also die Leber produziert die Gallenflüssigkeit, Stoffwechsel, Gleichgewicht, Glykogenspeicherung, Entgiftung, Ausscheidungsfunktion, synthetisiert sehr viele Proteine, zum Beispiel Albumin, also fast alle Blutproteine, ausgenommen von den Immunglobulinen, also alle anderen Globuline, Blutgerinnungsfaktoren, sehr wichtig, und produziert Lipoproteine und speichert Vitamine, zum Beispiel Vitamin A und Vitamin B12. Den Grundgerüst haben Sie schon gesehen. Also wir haben schon gelernt, im ersten Semester haben Sie schon diesen Schnitt gesehen, dass die retikulären Fasern bilden den Grundgerüst. Das war unser Schnitt im ersten Semester mit Silbernitratimprägnation, Silbernitratfärbung. Und hier haben wir schon gesehen, dass es ein sehr dünnes Netz ist. Und diese retikulären Fasern bilden den Grundgerüst. Die Kapsel von außen heißt Plissonkapsel. Das ist hauptsächlich Kollagenfasern, aber trotzdem sehr dünn. Also die menschliche Leber enthält sehr wenig Bindegewebe. Also dieses Bild ist von Schweinleber. Und so kann man diese Struktur, diese hepatische Struktur von Läppchen viel, viel besser sehen. Also unser erster Schnitt in der Histoübung wird Schweinleber sein, so die Studenten das erkennen können, wie die Struktur aussehen sollte. In der menschlichen Leber haben wir viel weniger Bindegewebe, also diese Struktur ist nicht so eindeutig und hauptsächlich periportal, also um die portalen Strukturen mit Azan-Färbung können wir besser sehen. Also Azan färbt die Kollagenfasern blau. Also wir können dünne Kollagenfasern besser sehen. Jetzt sehen wir die Baueinheiten. Hier haben wir Lobulus hepatis. Das ist unser klassischer Leberläppchen, Lobulus hepatis. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass Sie das auch zeichnen können. Das werde ich zeigen, wie man das schnell machen kann. Also so ein Leberläppchen, im Zentrum liegt die Vena centralis. Und von dem Zentrum heraus radiär geordnete Balken von Hepatozyten. Und zwischen den Zellen, diese leeren Räume, sind die Sinusoide. Diese sind Sinusoide Kapillaren. Und neben den Läppchen haben wir die Lison oder Portale Trias. Der größte Trias ist in der Porta Hepatis. Das haben wir schon gesehen. Arteria Hepatica Communis, Vena Porta und Ductus Hepaticus. Und diese werden verzweigt, also sehen wir kleinere und kleinere Trias, immer mit den drei Strukturen, eine Arterie, eine Vene und ein Ductus biliferus. Also ein bisschen mehr dreidimensionell sieht, so sehen die Läppchen aus. Also das sind die verschiedenen Läppchen, in der Mitte die Vena centralis. Und am Rand haben wir immer diese drei Strukturen, also Trias. Diese Trias sieht so aus im Schnitt. Das sagen wir immer, zeigen Sie bitte ein Portal Trias und Vena, Arteria und Ductus biliferus. Hier kann man noch ein Stück sehen mit kleineren Strukturen. Also sehr häufig haben wir nicht nur drei Strukturen, sondern mehr, wenn wir den Schnitt an der Verzweigung gemacht haben. Also zuerst sehen wir die Hepatozyten, ein bisschen wie die aufgebaut sind und wie die aussehen. Also diese sind polygonal,
Also und so bilden diese Linien oder Reihen von Hepatozyten haben runde Kerne, sehr schöne runde Zellkerne, häufig zwei Zellkerne. Hier zum Beispiel sehen wir zwei Zellkerne oder hier und haben zwei Oberflächen, ein begrenztes Sinusoide und das heißt Blutpol und der andere Rand begrenzt die andere Zelle, andere Leberzelle und hier entstehen kleine Kanälchen, keine kleine Gallenkapillaren, so heißt das Gallenpol. Die elektronenmikroskopische Struktur, wenn wir fragen, was für Zellorganelle haben wir in der Leberzelle, dann können wir eigentlich alle Zellorganelle auflisten, weil wir sehr viel von allen Organellen haben. Die Leber, wie am Anfang wir gesehen haben, macht alles, also nimmt teil an vielen Funktionen. So haben wir sehr schön ausgeprägte raues endoplasmatisches Retikulum, glatte endoplasmatische Retikulum, Mitochondrien, Golgi, Lysosomen, Peroxisomen für Entgiftung, Glykogenkanulen für Glykogenspeicherung, Lipidtropfen, also sehr viel, viele Strukturen. Der Gallenpol können wir hier sehen, oder das ist ein bisschen größer. Also wie schon erwähnt, zwischen zwei Hepatozyten entstehen die Gallenkapillaren. Und so dort wird Gallenflüssigkeit produziert, sekretiert. Das ist bis ein Liter Gallenflüssigkeit pro Tag, also ganz viel. Natürlich hauptsächlich wird das reabsorbiert. Das ist ein lästiges Sekret und enthält Gallensäure, Phospholipide, Cholesterin, Bilirubin von Hämoglobinabbau und das verursacht diese charakteristische grün-gelb-Farbe. Und die Funktion, Hauptfunktion, ist Fettverdauung im Dünndarm. Also deswegen wird Gallenflüssigkeit ins Duodenum entleert, sekretiert, also das hilft mit der Fettverdauung. Und die Gallenkapillaren haben kleine Mikrovilli und Tight Junctions. Also wenn wir zurückgehen zu diesem Bild hier, am Rand von den Gallenkapillaren entstehen die Tight Junctions. Das ist extrem wichtig, weil eigentlich das verhindert, dass die Gallenflüssigkeit ins Blut fließt. Also das ist sehr, sehr wichtig. Verhindern den Rückfluss der Galle ins Blut. Und wie können wir das eigentlich sichtbar machen? Also der Name Gallenkapillaren ist eigentlich ein bisschen irreführend, weil diese sind viel, viel kleiner als Blutkapillaren. Also in diesem Sinne sind die nicht Kapillaren, sondern eigentlich interzelluläre Räume, also sind viel, viel kleiner. Also in dem HE-Schnitt, wenn wir wieder zurückgehen, hier kann man das nicht sehen. Also mit unseren Mikroskopen, Vergrößerungen kann man das nicht sehen. Aber vielleicht erinnern Sie sich am Anfang, ganz am Anfang des ersten Semesters, haben wir diesen Schnitt, einen ähnlichen Schnitt gesehen für Mesothel. Also unser Mesothel-Schnitt war auch mit Silbernitrat-Imprägnation, mit Silberimprägnation. Dort haben wir auch die interzellulären Räume gefärbt. Also Silbernitratlösung wird ausgewaschen, aber nicht von den interzellulären Räumen. Und dort wird Silbernitrat reduziert und Silber, schwarze Farbe, färbt und zeigt die interzellulären Räume. Also in diesem Sinne ist dieser Schnitt ähnlich zu unserem Mesothel-Schnitt. Und mit dieser Färbung kann man die Gallenkapillaren sichtbar machen. Dieser Schnitt ist eigentlich ein sehr einfacher Schnitt. Man kann nur das sehen, muss man nichts zeigen können, weil man mit dieser Färbung nur die Gallenkapillaren sieht, also ein Netz sieht. Wenn Sie diesen Schnitt haben, muss man
über diese ganze Gangproduktion und Tight Junctions und wie dann die Gangwege weitergehen, über diese Dinge sprechen. Also von den Gallenkapillaren wird die Flüssigkeit in den Heringkanäle gesammelt. Heringkanäle sind die kleinsten Ductus biliferus, und das sind am Rand hier, am Rand der Lobuli. Und diese sind die ersten Kanäle, die schon eigene Wand haben. Also die Gallenkapillaren haben keine eigene Wand. Die Wand ist die Zelle, die Hepatozyten. Also diese haben schon flaches Epithel, flach kubisches Epithel. Und diese verlaufen zusammen mit einer Arteriole und Venole, also in den kleinsten Trias. Und dann verlaufen sie weiter in den intrahepatischen Gallenwege, immer begleitet von einer Vene und einer Arterie. Also hier können Sie einen Gallengang, Ductus biliferus, zeigen mit kubischem Epithel. Vene, Arterie und Gallengang. Jetzt sehen wir den anderen Pol, also den Blutpol. Dieser Rand der Zellen sieht auf die Sinusoide. Also das ist unser Blutpol, und entsteht einen kleinen Raum hier, sehen wir einen kleinen Raum, das heißt dieser Raum zwischen den Leberzellen und den Sinusoide, hier dieser Raum, das ist in Verbindung mit den Lymphgefäßen, und dort haben wir auch um diese Sinusoide sehr dünne retikuläre Faser. Hier habe ich diese Farbe benutzt, so Sie sehen, was der klinische Bezug ist und warum ist das sehr, sehr wichtig, dass die Gallenkapillaren geschlossen oder getrennt sind von den Blutkapillaren, also von den Sinusoiden. Wenn Galle ins Blut hineinfließt, dann färbt die Gallenflüssigkeit das Blut, dann haben wir Ikterus oder Gelbsucht. Wann können wir das haben? Sehr, sehr einfach. Später lernen Sie natürlich im Klinikum detailliert, was die Ursachen sind. Aber entweder haben wir zu viel Bilirubin, bluterhöhte Bilirubin, das ist dann prähepatisch. Wenn zum Beispiel zu viele Erythrozyten sind abgebaut, dann haben wir mehr Bilirubin. Oder etwas kann in der Leber passieren, zum Beispiel beim Hepatitis oder andere Entzündungen, oder posthepatisch, etwas passiert nach der Leber, wenn die Gallenwege sind von einem Gallenstein verstopft. Die Leber hat weitere Zellen auch, nicht nur Hepatozyten, sondern diese zwei Zellen müssen Sie noch erwähnen, natürlich Hepatozyten-Endothelzellen für die Sinusoide, an der Wand der Sinusoide. Diese zwei weiteren Zellen muss man erwähnen, die Ito-Zellen oder Sternzellen. Diese sind fibroblastähnliche Zellen, speichern Vitamin A, haben eine sehr wichtige Rolle bei Regeneration. Diese sitzen in diesem Raum. Und haben wir die Kupferzellen, diese sind Makrophagzellen und sitzen hier in den Sinusoide und haben verschiedene oder mehrere Fortsätze, und diese können das Blut filtrieren und eigentlich haben Makrophagenfunktionen, Antigenpräsentation. Und jetzt sehen wir die Blutversorgung. Hier haben wir, dieses Bild habe ich schon bei Anatomie auch gezeigt in der Anatomievorlesung, aber jetzt muss man das detailliert wissen, und fast alle kann man auch im Schnitt zeigen. Also die Leber hat doppelte Blutversorgung, sauerstoffreifiges Blut fließt durch die Arteria hepatica propria und nährstoffreiches Blut durch die Vena portae. Und diese verlaufen immer zusammen und zusammen mit einem Gang auch, und die Äste sind interlobuläre Äste, also Arterienvene interlobularis, dann circumlobularis, und dann fließt das Blut in die Sinusoide,
Und dafür muss ich jetzt, oder zeige ich jetzt, wie man das zeichnen kann. Und dann kann man viel besser lernen. Also jetzt werde ich das zeichnen. Also ich zeige, wie man sehr einfach eine schematische Darstellung der Leber machen kann. Man muss mindestens drei solche Läppchen zeichnen, hexagonal, und das ist sehr einfach. In der Mitte haben wir die Vena centralis, also das ist eine Vena, Vena centralis, und ein Läppchen besteht aus Leberzellbalken. Das können wir so einfach radier machen. Das sind die Leberzellbalken, natürlich nicht so regelmäßig, aber ungefähr. Und zwischen den Leberzellbalken haben wir diese leeren Räume, das sind die Sinusoide. Und zwischen den Läppchen haben wir die portalen Trias, also ein portaler Trias und hier auch, und diese haben drei Strukturen, eine Arteria interlobularis, eine Vena interlobularis und ein Ductus biliferus hier. Und die Arteria und Vena interlobularis verzweigen sich so am Rand der Läppchen in Arteria circumlobularis und Vena circumlobularis, so. Und an den Sinusoiden, hier fließt das Blut so in die Sinusoide, überall, und von den Venen auch, also in den Sinusoide, so wird das Blut gemischt. Und das sind die klassischen Läppchen. Und wenn wir drei solche miteinander verbinden, das werde ich nochmal zeigen, so, die Vene centralis miteinander verbinden, dann haben wir ein Acinus. Wenn ich das nochmal hier mache, so schnell kann man das zeichnen, und so ist ein Acinus. Man kann sehen, dass in der Mitte, in der Achse, haben wir die Arterie und die Vene. So. Und hier wird das Blut gemischt in den Sinusoiden. Also so entstehen diese Zonen, erste, zweite und dritte Zone. So. Ein, zwei, drei auf beiden Seiten. Das ist ein Acinus. Und wenn wir drei solche Acini miteinander verbinden, dann haben wir nochmal eine hexagonale Form. Aber das ist nicht so wichtig. Ich zeige nur, dass dann haben wir im Zentrum diese portale Trias. Das ist wirklich eine sehr einfache Zeichnung, also das können alle machen und sehr, sehr schnell machen. Und dann, bis diesem Punkt, sehen wir Vena centralis, also im Zentrum von allen Läppchen. Und von den Vena centralis fließt das Blut in die Vena sublobularis und davon in Vena hepatis, in Vena cava inferior. Jetzt sehen wir, wie diese im Schnitt aussehen. Also der größte Trias natürlich ist die Vena Porta, Arteria Hepatica Propria Ductus Hepaticus in der Porta Hepatis. Und dann sehen wir viele, viele Trias im Schnitt. Hier sehen wir Gallenweg, Arterie und Vene. Das sind Arterie und Vene interlobularis. Und so kann man auch sehen, dass die Circumlobularis verlaufen am Rand. Diese münden in die Sinusoide und wir haben auch einen Schnitt, wo man die Blutversorgung sehr gut sehen kann. Das ist die Leber mit Tusche. Also wir erfüllen eigentlich die Blutgefäße und dort kann man die Sinusoide Vena centralis und diese radiär geordnete Sinusoide sehr gut sehen.
Und dann die Vena centralis in der Mitte und Vena subglobularis. Das muss man auch zeigen können im Schnitt. Wie kann man das zeigen? Diese sind groß und verlaufen alleine, also nicht zusammen mit Arterie und Gangweg. Und im Vergleich zu den Vena centralis ist das Endothel kontinuierlich. In den Vena centralis ist das Endothel nicht kontinuierlich. Warum? Weil die Sinusoide eigentlich einmünden in die Vena centralis. Das kann man hier sehr schön sehen. Also jetzt sehen wir, was für andere Unterteilungen möglich sind. Eigentlich das ist unser klassischer Lobulus. Und nach der Blutversorgung haben wir eine andere Einheit, das heißt Acinus. Das ist sehr wichtig und funktionell oder klinisch, pathologisch ist das eigentlich noch wichtiger. Warum? Hier im Zentrum, also am Rand der klassischen Läppchen, verlaufen die Arterien Venae circumlobularis, also im Zentrum von diesem Acinus. Und so haben wir drei Zonen hier. Die erste Zone hat die beste Blutversorgung. Also die funktionelle Einteilung der Leberzellen haben wir hier auch und die oxidative Enzyme sind hier. Und pathologisch, zum Beispiel in einer Virusinfektion, ist diese Zone zuerst verletzt, weil diese Zone hat die beste Blutversorgung, also mehr konzentrierte Stoffe erreichen diese Zone. Und die dritte Zone ist in der Nähe der Vena centralis. Hier haben wir mehr Abbauprozesse, also nicht so viel Energie hat diese Zone. Und bei einer Ischämie wird diese Zone zuerst verletzt, weil diese Zone nicht so gut die Blutversorgung hat. Also diese zwei Unterteilungen sind am wichtigsten. Wir können auch drei Vena centralis miteinander verbunden, das heißt portale lobulus, aber das ist nicht so wichtig. Also diese zwei sind wichtig. Und ich zeige noch einige Bilder über die Strukturen, die wir gelernt haben. Das zeigt in einem Längsschnitt, wie diese verlaufen. Also das ist eine Vena centralis und unter den Läppchen haben wir die Vena subglobularis, deswegen heißt das Vena subglobularis. Und das sind verschiedene Schnitte, also wie schon gesagt, unser erster Schnitt wird ein Schwein, eine Schweinleber sein, wo Sie lernen können, wie die Lobuli aussehen. Und dann haben wir natürlich Hai- und Azan-Schnitte. Mit Azan-Schnitt können Sie besser die Bindegewebsstruktur, die Bindegewebsfasern sehen und eigentlich sehen, wie wenig das sind. Hier in den Trias oder um den Trias sehen Sie mehr. Und das muss man immer zeigen können in einem Trias, welche was ist, Vena Arteria und Gallengang. Und das ist die HE-Färbung. Hier können wir mit dieser Vergrößerung, mit der Stärkenvergrößerung, nicht nur die Hepatozyten, sondern die Kupferzellen auch sehr schön sehen. Diese haben Fortsätze, das kann man auch mit 40 Vergrößerungen sehen, dass die Fortsätze eigentlich durch die Sinusoide durchziehen. Und die sehr flachen Zellen sind natürlich die Endothelzellen. Itozellen muss man nicht zeigen können. Und die klinischen Bezüge, ich habe schon darüber in der Anatomie-Vorlesung gesprochen, Leberzirrhose. Also die Regenerationsfähigkeit der Leber ist sehr gut. Also mit chronischer Belastung, zum Beispiel Alkohol, ist das beste Beispiel leider. Dann haben wir Regeneration, ständige Regeneration, Reparatur und die ganze Struktur wird umgebildet. Also hier können Sie sehen, dass eine normale Leber hat kaum Bindegewebe und hier haben wir so viel Bindegewebe. Also durch so ein Leber und die ursprüngliche histologische Struktur kann man gar nicht erkennen. Man kann verstehen, wie dieser erhöhte Druck entsteht. Also das Blut kann nicht einfach so eine Struktur durchziehen.
So gehen wir weiter mit der Gallenblase. Das ist eine sehr einfache Struktur. Also das Hauptproblem mit der Gallenblase und mit diesem Schnitt ist eigentlich, dass die Studenten das nicht erkennen. Aber wenn schon die Studenten das erkennen, dann ist das wirklich sehr einfach. Hat die klassischen drei Schichten, Tunica mucosa muscularis und adventitia. Und das Epithel ist hochprismatisches Zylinderepithel mit Mikrovilli. Also die Hauptfunktion ist Konzentrierung an Konzentration. Also das ist absorbierendes Epithel und Tunica muscularis und Tunica adventitia. Oder eine Oberfläche der Gallenblase hat Serosa, wo das mit Peritonem bedeckt ist. Diese Einbuchtungen der Falten heißen Rokitansky-Aschoff-Sinus. Und die Luschka-Gänge sind ganz tiefe, aberrante, embryonale Gänge, manchmal im Schnitt sichtbar. Also das ist wirklich einfach. Aber das Pankreas ist nicht so einfach. Also jetzt sehen wir die histologische Struktur der Pankreas, also des Pankreas. Pankreas ist eine exokrine und eine endokrine Drüse. Also das ist ganz eigenartig, dass die Langerhans-Inseln, die den endokrinen Teil bilden, sind so eingebettet und sind zwischen den serösen Endstücken. Also jetzt zuerst sehen wir den exokrinen Anteil. Das produziert ungefähr 2 Liter dünnflüssiges Sekret ins Duodenum. Wir haben schon gesehen, dass es durch Ductus pancreaticus zusammen mit dem Ductus Choledochus ins Duodenum mündet. Und die serösen Endstücke produzieren Verdauungsenzyme. Sehr wichtig, dass Sie diese Enzyme, mindestens die Hauptdrei Enzyme, auflisten können. Also das ist sehr, sehr traurig, wenn die Studenten das in der Prüfung nicht auflisten können. Also Pankreas eigentlich verdaut alles. Also Kohlenhydrate, Proteine, Lipide und so weiter. Also für Proteinverdauung ist am wichtigsten Trypsin. Trypsin, aber haben wir verschiedene andere Enzyme, Chymotrypsin, Carboxypeptidase, Elastase, aber Trypsin ist am wichtigsten. Das wird wie Trypsinogen, also in inaktiver Form, produziert und die aktive Form aktiviert die anderen Enzyme. Das werde ich noch erwähnen. Für Lipidverdauung haben wir Lipase und für Kohlenhydratverdauung haben wir Amylase. Und das ist sehr, sehr wichtig. Haben wir natürlich auch Ausbildungsgänge und hier wird Bicarbonat und Wasser zugegeben zum Sekret. Und die Steuerung von Sekretion ist durch also Innervation, Vagus und durch Hormone, Cholezystokinin und Sekretin, wie der Name auch zeigt, das stimuliert die Sekretion. Und histologisch sehen wir so die Endstücke. Im Zentrum, das ist ganz eigenartig, haben wir die zentroacinäre Zellen. Diese sind Anfangsteile der Schaltstücke. Das sehen wir in vielen Endstücken. Und das kann auch helfen, wenn Sie nicht sicher sind, ob das das Pankreas ist. Und die Endstücke sind eigentlich polarisiert. Warum? Also das ist eine seröse Drüse. Sehr ausgeprägte raues endoplasmatisches Retikulum haben wir hier wegen Protein-Enzymproduktion. Aber die Enzyme sind auch gespeichert. Also basal haben wir mehr raues IR und die Symogengranulen sind mehr apikal, also apikal eosinophil, basal basophil. Deswegen heißt das, sagen wir, dass die Endstücke polarisiert sind. Das kann man auch hier sehen, apikal eosinophil, basal basophil. Und wir können fragen, das ist eine sehr wichtige Frage, warum wird das Pankreas selbst nicht verdaut? Wie wird das geschützt gegen Selbstverdauung? Enzyme werden in inaktive Form gebildet, besonders die Proteinverdauungsenzyme,
Also Trypsin wird in Form von Trypsinogen zuerst gebildet und nur im Duodenum wird das aktiviert von Enterokinase und dann dieses aktive Trypsin aktiviert die anderen Enzyme. Dann hat das Pankreas auch Trypsin-Inhibitor, also wenn ein 0,01% wird aktiviert, das wird sofort gehemmt mit Hilfe von diesem Trypsin-Inhibitor. Und, vierter Punkt, die Azinuszellen werden durch Tight Junctions miteinander verbunden, also das verhindert den Rückfluss von dieser Flüssigkeit. Und jetzt sehen wir das Ausführungsgangssystem. Intralobulär und interlobulär. Wir bei den Speicheldrüsen haben wir intra- und interlobuläre Stücke, Ausführungsgänge. Intralobulär haben wir Schaltstücke, das sind die kleinsten, aber Streifenstücke fehlen hier. Also das ist wieder ein Unterschied zwischen Speicheldrüsen und Pankreas. Diese Schaltstücke haben flach bis kubisches Epithel. Und interlobuläre haben höheres Epithel, hochkubisch und zylindrisches Epithel. Und ein Hauptfehler in der Prüfung, dass die Studenten den Schnitt nicht erkennen und nicht von Parotis unterscheiden können. Hier habe ich die beiden nebeneinander gezeigt. Und oder zeige ich die beiden nebeneinander. Also das ist unser Parotis-Schnitt, das ist vom Pankreas. Also wenn Sie nicht sicher sind, denken Sie darüber, was die hauptcharakteristischen Dinge sind. Also Parotis ist eine reine seröse Drüse, also hat natürlich keine muköse Endstücke, aber hat auch keine Insula natürlich. Die Inseln sind charakteristisch nur für das Pankreas. Mit dieser Vergrößerung fällt sofort auf, dass in Parotis haben wir viel mehr Ausführungsgänge, also das Ausführungsgangssystem ist viel mehr verzweigt, wirklich wie ein Baum sieht das aus. Im Pankreas haben wir viel weniger Ausführungsgänge und hier haben wir auch viel mehr Fettzellen in Parotis und keine Zentroazinärzellen, die wir hier viel sehen im Zentrum des Azinus. Und genau deswegen, weil wir hier Zentroazinärzellen haben, ist das Lumen größer eigentlich im Pankreas. Diese Polarisation, die ich erwähnt habe, ist auch nicht so ausgeprägt in Parotis. Die klinischen Bezüge sind, also ganz viele Krankheiten hat das Pankreas. Akute und chronische Pankreatitis und Pankreaskrebs haben Sie sicherlich gehört. Akut Pankreatitis, wenn die Enzyme im Pankreas aktiviert sind, zum Beispiel wegen Gallenstein oder Alkohol, und dann beginnt Selbstverdauung, also sehr aggressiv. Trypsin ist sehr aggressiv und kann das ganze Pankreas eigentlich verdauen. Und das ist eine lebensbedrohliche Situation. Und in diesem Fall sehr wichtig, dass Amylase, Lipase, die Enzyme, die normalerweise im Blut nicht vorkommen oder sind sehr, sehr gering, sind wirklich erhöht. Amylase ist sehr gut messbar und dieser Laborwert ist sehr wichtig in akuter Pankreatitis. Die andere Form, chronische Pankreatitis, das ist meistens ein Verdauungsproblem, also die Produktion ist gering und dann zum Beispiel Fettverdauung ist nicht. Und Pankreaskrebs leider sehr häufig heutzutage und ein sehr aggressiver Tumor, eigentlich nicht wirklich heilbar, Pankreaskrebs. Jetzt sehen wir den endokrinen Anteil. Wie schon erwähnt, das sind die Langerhansinseln, die Zellgruppen mit fenestrierten Kapillaren. Diese produzieren Hormone, die in diese fenestrierten Kapillaren geschüttet sind.
Und hauptsächlich haben wir verschiedene Zellen, A- und B-Zellen sind die wichtigsten Zellen. Sie können A, B oder Alpha- und Beta-Zellen, beide Namen sind gut. Die Alpha-Zellen produzieren Glucagon und Beta-Zellen produzieren Insulin. Insulin bringt Zuckerspiegel unten oder senkt Zuckerspiegel, und haben wir auch mehrere Zellen, noch D-Zellen, Somatostatin werden produzieren, und die PP-Zellen produzieren pankreatisches Polypeptid, aber haben noch viele andere Hormone, die eigentlich wir mit im Darm lernen. Diese Zellen kommen auch hier vor, und viele andere Hormone sind auch produziert. Und Sie haben das schon sicherlich gelernt. Diabetes ist, wenn etwas mit diesen Inseln los ist, besonders Typ 1, das ist ein absoluter Hormonmängel. Wenn die Inseln sind degeneriert oder die B-Zellen produzieren eigentlich kein Insulin, dann muss man Insulin von außen geben. Typ 2 Diabetes ist ein relativer Hormonmangel. Sie werden natürlich das in anderen Fächern später lernen, und damit verabschiede ich. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.